Nach dem unglaublichen Qualifying gestern geht es beim Grand Prix von Montreal heute im Rennen wahrscheinlich ordentlich zur Sache. Ich glaube, dieses Rennen wird jeden Moment losgehen. Unter nassen Bedingungen sollte man diese Strecke nicht unterschätzen, wobei während der langen Geraden die entsprechende Spitzengeschwindigkeit über Sieg oder Niederlage entscheiden könnte. Diese 4,34 Kilometer lange Strecke besitzt 14 Kurven und bei trockener Fahrbahn ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 209 km/h pro Runde drin. Um allerdings irgendetwas davon zu sehen, müssen wir heute schon ziemliches Glück haben. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Sergio Perez und Leclerc. Sainz, Vettel, Stroll und der Goldjunge. Fernando Alonso, Norris, Richter und Raikkonen. Ocon, Giovinazzi, Nikita Mazepin und George Russell. Mick Schumacher, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Genau so ist es. Und ja, du stehst tatsächlich doch nochmal auf Platz 10. Ja, da hat wahrscheinlich Norris war es bestimmt, glaube ich, der da noch eine Strafe gekriegt hat. Ja. Also Ricciardo auf 2 ist für mich schon irgendwo eine Überraschung. Aber gucken, was halt drin ist jetzt im Rennen. Ja, und damit herzlich willkommen erstmal zum Rennen in Kanada hier in F1 2021 und schauen wir mal. Platz 10 und Platz 13. Schauen einfach, was drin ist. Vor allem im Starkregen. Also erstmal Starkregen. Es wird wahrscheinlich dann gleich ein bisschen leichter. Also es ist trotzdem Intermediate-Wetter. Starten wir das Rennen. Oder brauchst du noch einen Moment? Nö, wir können. Okay. Norris steht nur auf 12. Wo standen die ursprünglich? Keine Ahnung mehr. Weiß ich gerade ehrlich nicht mehr. Gut, der hat bei mir schon ein bisschen Wheelspin. Oh, ach, scheiße, jetzt bin ich eben draufgefahren. Ich werde das zurückgestellt. Geht schon wieder gut los mit Norris. Aber mein Fehler. Alter, das kann was werden jetzt im Rennen hier. Mhm. Bei den Bedingungen. Ja. Monaco erst im Regen gehabt und jetzt hier das hier. Mhm. So langsam wie die fahren, hat das gerade eher was von Schaulauf als eine Einführungsrunde. Ja. So. Na dann. Ja, geht schon wieder gut los hier. Wollen wir mal, dass wir irgendwie durchkommen. Trotzdem wünsche ich wie vor jedem Rennen viel Glück. Ich glaube, es sind 20 Runden oder so.
Oder 21 Uhr oder was? 18, glaube ich. 18 Uhr? Oh, gut. Gut, es wird nachher ein bisschen trocken, also ich hoffe es irgendwie. Mal schauen, werden wir sehen, ob es trocken wird oder ob es nicht mehr dazu kommt. Ja, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen zurückhalten dann in den ersten Kurven. Boah, Alter, übelst wie schön der Menge. Ja. Da flog ein Flügel. Boah, Alcorn, zieh mir doch nicht bitte direkt vor die Karre. Die bleiben aber auch stehen. So. Aufnahme gleich wieder beenden, dankeschön. Ja, geil, geil. Die KI backt sich jetzt mal zurecht. Und geilste ist, dass ich überholt werden darf von der KI. Aber die sind aber auch eiskalt einfach stehen geblieben komplett. Du bist raus schon, oder was? Ja. Gut, ich wünsche dir noch viel Spaß, ne? Hä? Wer gehst jetzt, oder was? Ich bin zumindest AFK, jetzt lass dich jetzt erstmal in Ruhe fahren. Ne, so weit weiß ich komme. Wie gesagt, mein Flügel ist ja auch durch. Weil die, wie gesagt, einfach komplett stehen geblieben sind, da vor mir. Aber wie gesagt, bei mir ist es ja schon mal okay, wenn die mich überholen. Ich darf sie ja nicht überholen, aber sie mich. Okay, copy that. Und wir hatten so Hoffnung, dass das irgendwie alles ein bisschen besser wird. Vor allem mit Platz 10 und Platz 13 im Qualifying. Und das ist quasi alles auf der ersten Kurve schon wieder zerstört. Kann ich das Safety Car natürlich erstmal nicht meinen Flügel, meine Strafe absitzen, die muss ich dann später noch im Rennen sitzen. Obwohl, doch. Irgendwie kann ich doch die. Okay, das macht es dann schon wieder ein bisschen aus. Exit now. Kann nur besser werden. Strategy complete. See these tires through to the end now. 18 Runden hier in Kanada. Ich finde das irgendwie ein bisschen was besser jetzt so. Zumindest mal wieder ein Rennen zu Ende fahren, das wäre immer super. Ja, ich halte Runde. Geht schon wieder so gut los, ey. Momentan ist einfach komplett so eine Durchstrecke, wo es einfach nicht läuft. Safety car is in this lap.
safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature, and remember, there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. So, zumindest sind wir mal wieder an am Feld dran. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Na, ja, direkt am Start schon den Anschluss wieder verloren vom Feld am Feld. Komm schon wieder gar nicht ran an das Feld. So, 10 Minuten noch, dann haben wir wieder etwas trockenere Bedingungen. E-track is drying, but it's going to take a while to clear the standing water off the line. Don't start thinking about slicks just yet. Naja, gut, okay. Aber vielleicht sehen wir dann ein Auto auch noch ein trockenes Rennen. Gap to car in front is 2.2 seconds. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen an der Mazepin und Latifi dran zu bleiben, um vielleicht in diesem Sinne nicht zu sehr den Anschluss zu verlieren. Ja, in bestimmten Ecken kommen wir mal wieder ein bisschen ran. Hamilton jetzt mit der nächsten schnellsten Runde. Also in den Kurven geht's einfacher. Und Mazepin, da habe ich ein bisschen Panik, den zu überholen. Oder den zumindest auch versuchen dann zu überholen. Man weiß ja, wie er teilweise fährt. Sie am letzten Rennen in Sandford. Gegen seinen eigenen Teamkollege, weil er den fast in die Wand gedrückt hat. Das hat ja schon öfters mal so Dinger gebracht, auch im Barco gegen Mick oder auch schon in der F2 schon ein bisschen öfters mal negativ aufgefallen. Aber wenn halt das liebe Geld regiert. Und Haas brauchte die Kohle dringend. Also ich sehe sein Engagement in der Formel 1 immer mit so ein bisschen... bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Für mich gehört er nicht rein. Aber gut, okay. Also wenn man rein vom Fahrerischen herkommt, ausgeht jetzt. So, jetzt versuche ich mal wieder ein bisschen ranzukommen. Er zieht mir auf der Geraden, zieht er mir immer wieder weg. In den Kurven kriege ich bin ich dran, aber nicht unbedingt auf den Geraden. DRS haben wir nicht, weil Regen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst würde ich oft zu oft cutten. Runde 7 sind wir mittlerweile. We're catching the car ahead, but be aware that these
Ja, das wird aber nicht passieren. Die Reifen werden nicht bis zum Ende reichen können. Das wäre... Ja, gut, mal gucken, wie es denn aussieht. Ob einige sagen, wir werden auf den Inters draußen, trotz der trocknenden Strecke, oder die sagen, wir gehen rein. Ich habe mal ein Rennen sauber gewonnen in Malaysia. Da habe ich genau solche Strategie gefahren. Da habe ich die Inters behalten auf der trockenen Strecke und bin dann durchgefahren. Aber es kann auch sein, wenn die anderen natürlich sagen, die bleiben auf Inters, wir gehen auf Trocken und wir holen übelst auf, können wir relativ zügig das Feld durchkommen. Es muss halt gucken, es ist halt immer abzuwägen. Wie sind die... Was macht der Gegner, ne? So, jetzt versuche ich dann natürlich wieder ranzukommen. Meine Strafe, diese 5-Sekunden-Strafe, bin ich natürlich jetzt erstmal los, Gott sei Dank. Die konnte ich irgendwie absitzen, warum auch immer. Eigentlich ist es im Safety gar nicht möglich, aber ich nehme es mit. So, ich probiere natürlich jetzt weiterhin in Mazepin dran zu bleiben. Ich will den nämlich ziemlich zeitnah überholen. Klar hat mir dann natürlich irgendwie dieser Rückstau nach dem Auswahl mit dem Teamkollegen so ein bisschen die Stadt das Rennen verhagelt. Das war natürlich ärgerlich, weil ja, vielleicht wäre was drin gewesen. Aber so ist es halt manchmal in der Formel 1. Momentan ist es eher negativ. Und war seit einiger Zeit. Seit dem zweiten Rennen in Spanien. In Bahrain lief alles gut, da waren wir nämlich Fünfter am Ende mit der schnellsten Rennrunde. Davon kann man momentan träumen. So, wir haben noch 10 Runden. Also wir sind jetzt gleich bei 50% des Rennens. Und hängen immer noch hinter Mazepin fest mit etwas über eine Sekunde. Ich hoffe es einfach nur, dass wir es gleich irgendwie die Möglichkeit haben, mal anzugreifen. Aber wie gesagt, es wird höchstens am Ende mal trocken. Mit ein bisschen Glück. Ich hoffe, dass ich das Safety Car, das ist nicht das Safety Car, aber das KI nochmal sagt, wir gehen nochmal rein. Wir können ja durchpowern. Wir müssen ja nicht nochmal. Ja, das ist so riskant, hier anzugreifen, hier reinzustechen. Mazepin ist ein Kandidat, der zieht auch zu, wenn es sein muss. Und trotzdem Auto nehmen sich und deswegen will ich auch zeitnah vorbei haben. Und das nervt mich gerade, dass ich so ein bisschen immer wieder rankomme, aber nicht wirklich in Schlagdistanz. Ich komme aber auch nicht in Positionen, wo ich mal sagen kann, ich kann mich mal irgendwie daneben setzen oder mal zeigen oder eben ein bisschen unter Druck setzen und... Eigentlich sollte ich mit dem Alpha Tauri locker am Harz vorbeikommen, aber scheinbar ist es gerade nicht möglich. Der Punkt ist momentan nicht drin. Das ist es halt. Wir hängen momentan immer noch auf Platz 19. Nur nach dem Ausfall unseres Teamkollegen sind wir jetzt gerade so ein bisschen auf uns alleine gestellt. Und ich, wie gesagt, ich komme nicht dran an den Piloten von mir. Fetchen kann ich nicht. Ich probiere es natürlich auch überholen, dass ich da mal in Position irgendwann komme. Nein. Ach Mann, da war ich mal in Position. Und dann dieser blöde Fehler in der Haarnadel. Beim Rausbeschleunigen. Das hat natürlich jetzt übel Zeit gekostet und ich war so schön dran an ihm. Ich hätte vielleicht mit einem Beschleunigungsduell gehabt auf der Geraden. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder reinarbeiten in dieses Feld und aufpassen. Ja, das Wetter macht es natürlich nicht einfacher. So, wir haben jetzt noch 8 Runden. Dann hätten wir wenigstens mal wieder ein Rennen, was wir abgearbeitet hätten, wenn auch nicht erfolgreich. Also beziehungsweise man hätte... Guck mal, 7. Ja, ich komme immer wieder in diese Position, immer wieder rein ins Rennen. Aber scheinbar nicht wirklich, oder beziehungsweise immer wieder ran an den beiden, aber ich komme halt nicht. Ich komme halt nicht vorbei, oder beziehungsweise überhaupt nicht mal in Position. Einmal hatte ich ihn gerade, dann habe ich aber selber einen Fehler eingebaut in der Haarnadel. Und habe dann übelst einen Quersteher gehabt und dementsprechend natürlich keine Chance, wirklich reinzukommen.
Eins hoffe ich noch, dass die irgendwann sagen, sie fahren mal in die Box. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen dran und nehmen, aber jetzt sind wir wieder auf der Geraden weg. Der Haas kommt weg. Natürlich nicht zu nah ran, weil bloß jetzt irgendwie kein... Nee, zu früh. Ja, egal, es kann natürlich jetzt alles passieren. Dass man sagt, ja, man bleibt draußen auf den Inters und vielleicht gehen einige rein. Also es ist halt alles jetzt ein Pokerspiel. Jetzt natürlich noch nicht, klar, aber es kann halt am Ende des Rennens nochmal entscheidend sein. Wer geht wie früh auf die Soft, kann vielleicht den einen oder anderen Fahrer mit Inters noch abfangen. Ich bleib halt dran, ich will ihn halt haben irgendwann. Ich hänge jetzt seit 11 Runden hinter dem Russen fest, komme jetzt aber auch nicht rein in Position. Ich muss aufpassen, ich muss keine blöde Zeitstrafe jetzt kassieren. Ich habe schon zwei Verwarnungen, bei der dritten gibt es die Strafe. Oh, Alter! So, jetzt gehe ich da ran, jetzt kann ich mal vielleicht versuchen. Aber das ist halt genau das, was ich meine mit Marzipin. Ich will mich rechts daneben setzen, was macht er? Zieht mir in die Linie. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich das Auto erstmal schon mal kassiert. So, jetzt muss ich aktuell behalten. Ich bleibe natürlich drauf. Ich schlafe gerade nicht ruhig, weil ich den hinter mir habe, weil ich, wie gesagt, weil ich ihn gerade sehe. Ich habe es gerade auf der schnellen Geraden gesehen, dass er sowas kann. Dass er nämlich genau so eine Aktion bringt, mir einfach voll in die Linie zu ziehen, als ich ihn angreifen wollte auf der Seite. Jetzt greift er auch mal innen an, zieht aber dann doch zurück. Sehr weise Entscheidung, mein Freund, sehr weise Entscheidung. 6 Runden hier noch vor Ende dieses Grand Prix. Natürlich hat das Latifi Zeit gebracht, dass er ein bisschen wegfahren kann. Ich denke jetzt gleich irgendwann hinter seinem Teamkollegen George Russell. Aber wie gesagt, natürlich, klar. Jetzt bin ich weg. Jetzt hat er Mazepin gar keine Chance, hinterher zu gehen. Aktuell schauen wir jetzt noch eine halbe Sekunde und wir sind jetzt momentan auf Platz 18. Also auch nicht wirklich erfolgreich, aber es war fürs Ego jetzt einfach mal zu sagen, okay, man kann auch mal ein Auto überholen. Fürs Team lief das natürlich alles anders als gut. Und jetzt greift er nämlich an und jetzt hat er erst links angetäuscht und zieht dann rechts rein. Da bin ich zu früh auf seine Finte eingegangen. Muss man sagen, das war clever gemacht, aber nicht erfolgreich. Da bin ich jetzt mal gerade ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, was passiert noch? 5 Runden haben wir noch hier in Kanada und sind... Die Frage ist, wer geht noch mal rein, wer bleibt noch draußen? Wir bleiben natürlich draußen, diese 5 Runden noch. Die Reifen sollten es tun. So, jetzt lasse ich ihn überhaupt gar nicht erst in die Position kommen, zu sagen, ich greife dich an. Er wollte schon wechseln. Jetzt geht das DRS auch ran. Das macht es ihm jetzt natürlich ein bisschen einfacher, weil er kann nämlich jetzt flach stellen. Er ist unter einer Sekunde dran und wir halt nicht. Aber ist das zu früh, auf Soft zu gehen, oder? Ich kann auf Soft gehen, aber die Reifen sollten relativ neu sein. Die sind zwar angefahren, leicht, aber auch nur 2 Runden. Das heißt, es sollte reichen für 4-5 Runden. Nur die Frage ist, wer geht jetzt rein? Wer bleibt jetzt draußen? Wer geht jetzt rein? Mazepin geht rein. Und die gehen alle auf Medium. Das heißt, ich muss rein. Aber noch ist es ziemlich feucht. Also es kann auch möglich sein. Wir sind momentan nur auf Platz 14, 15. Das ist gerade nicht so gut. Ocon ist jetzt natürlich dran. Ja, 15. Also
gerade vor 13 zurückgefallen, aber Kimi wird jetzt ein relativ leichtes Spiel haben gegen uns. Ich hätte mitziehen müssen. Das wird mich jetzt natürlich die Position gegen Mazepin noch kosten. Der wird natürlich auf den schnellen, auf den. Ja, da habe ich keine Chance gegen ihn. Fallen sich übel zurück. Der nächste wird jetzt gleich Schumacher sein. Auch da wird es keine Gegenwehr kommen, weil wofür? Es bringt auch nichts. Na, ja, das war okay. Das war okay. Es war zwar hart, aber es war okay. Wo hast du denn Mazepin? Ja klar, natürlich, das wird jetzt würde es ein Geduldspiel werden. Ich werde natürlich jetzt in die Box gehen, weil ja klar, die holen übelst auf. Ab in die Box. Warum gehst du jetzt? Ach, du hast mir. Wieso gehst du jetzt auf den Flügel? Jetzt müsste ein Safety Car kommen. Das wäre jetzt die einzige Variante, für hier noch irgendwas mitzunehmen. Weil dann hätte ich mit den Softs natürlich noch einen kleinen Vorteil gegenüber vielen Fahrern. Aber 13 Sekunden. Ja, ich hätte mitgehen müssen. Ich habe die Strategie verpennt. Scheiße, Mann! Wir mitten jetzt wieder schnellsten Runde, aber wie gesagt, jetzt einzig das Safety Car können jetzt noch ein bisschen was retten. Aber selbst das wird nicht herauskommen. Wir sind jetzt in der dritten Runde, sind 19. letzter. Und verlieren jetzt eher mehr oder weniger Zeit. Jetzt geht der schnellste in die Box. Könnte mit Lando Norris nochmal einer. Mazepin die Wahl vorbei an Latifi. Ja, gehofft hat es. So, ich gehe jetzt mal auf Einstellungen. Reifen. Die batteln sich gerade um die schnellste Runde, wir nicht. Wir können da gar nicht mithalten. Einzig ein Safety Car wird halt irgendwie noch recht, aber es reicht nicht. Und das ist damit am Ende der letzte Platz. Die Hoffnung war da am Start. Okay, gap ahead is 14.9 seconds. Ja, wie gesagt, es war Hoffnung da. Wir hatten eigentlich relativ gute Plätze in der Nähe der Punkte und es ist quasi in der ersten Kurve mehr oder weniger zerstört. Wir gehen jetzt gleich in unsere letzte Runde. Und letztendlich macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr, ob ich die Strafe kassiere oder nicht. Wir hätten die Stocks mitziehen müssen. Das wäre der einzige richtige Weg gewesen. Wir haben viel zu spät, eine Runde zu spät gestoppt.
Letzte Runde. Aber immerhin mal wieder ein Rennen beendet. Also zumindest bis jetzt. Kann natürlich sein, dass jetzt heißt gleich ja auch trotzdem noch Ausfall, aber ich hoffe es nicht. Aber zumindest mal nach zwei Ausfällen hintereinander wieder mal ins Ziel gekommen. Das ist zumindest mal auch was. Nächste Woche geht's. Also nächste Mal bei uns geht's mit Frankreich weiter. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ob ich nächste Woche noch mal, aber nächste Woche noch ein Rennen bringen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie es aussieht. Zeitlich bei uns. Oder ob ich nächste Woche noch mal Breaking Point bringe. So, und dann sind wir dann letztendlich durch. Das ist das nächste Desaster hier in unserer Zweispielerkarriere. Wieder einmal nur auf die Fresse bekommen. Eigentlich war es in der ersten Kurve. Es war nicht schlecht, aber es war in der ersten Kurve halt quasi durch für uns. Außer den Teamkollegen unser Flügelschaden. Im zweiten noch der Nullmann hinterher, wo auch immer. Ich vermute, als Mick uns berührt hat. Und am Ende bleibt es dann halt nur Platz 19. Hier in Kanada und ein weiterer fabelhafter Grand Prix ist vorüber. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Aber nochmal, hey, wir haben ein Rennen mal gewendet. Das ist quasi Mini-Erfolg. Oder, naja, mehr oder weniger. Neues meines Tages. Ja, wie gesagt, wir waren 13, wir waren dran eigentlich. Und dann, wie gesagt, bei der Strategie haben wir es uns ein bisschen für Sauer kaputt gemacht. Na, ja, Moment, dauert einen kleinen, bis der hier fertig ist. Und weiter niederladen. Und nächste Rennen gibt es dann weiterhin Frankreich.